Beim Anzapfen hingegen muss jeder Schlag im exakt richtigen Winkel daherkommen und Punkt 12, keine Sekunde zu früh und erst recht keine zu spät, muss das Fass offen sein. Den ersten Hieb habe ich vorschriftsmäßig sanft ausgeführt. Der zweite ist mir allerdings, um es ehrlich zu sagen, total entglitten. Ich hatte den Wechsel brutal zur Seite geschlagen. Gerade halten, rief mein erschrockener Trainer, der sich direkt hinter dem Münchner Kindl unauffällig ganz nah postiert hatte, um mir letzte Weisungen im Notfall zurufen zu können. Also rückte ich den Wechsel wieder gerade und stieß dann voller Zorn erst einmal mit einer kräftigen linken Gerade den lästigen Reporter vom bayerischen Fernsehen zur Seite und dann ließ ich es krachen. Zack! Es war ein Meisterschlag. Ungelogen lag der Wechsel fest im Fass, wie einbetoniert. Kein einziger Tropfen war daneben gegangen. Kein Tropfen. Das Dumme war nur, keiner hat den Meisterschlag erkannt. Keiner. Ich auch nicht. Ich wurde schließlich immer noch von der Panik ergriffen. Gleich könnte der Bierdruck den Wechsel wieder raushauen und ein Fußbad anrichten. Also setzte ich nach. Zack, 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 zack. Offen gesagt hörte ich erst auf, als ein Sprechchor aufhören, aufhören. Na gut, dachte ich, wenn das so ist, höre ich gleich auf und sagte noch, dass O-Zapft ist. Das war's.